Heiligendamm. Eine der ersten Adressen für Menschen mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Die Lungenklinik hat seit Beginn der Pandemie allein mehr als 5000 Patienten mit Long-Covid-Symptomen behandelt. Julia Wiesen war eine von ihnen. Ihre Reha, der Anfang, um gesund zu werden. Damals, vor anderthalb Jahren, war ich nicht so belastbar. Ich hatte viel, oder typisch für Long-Covid sind ja diese Erschöpfungsphasen. Die hatte ich da sehr stark und immer sehr lange. Und das ist definitiv heute besser. Also meine Erschöpfungsphasen sind nicht mehr so lange und auch nicht mehr so häufig wie damals. Die damalige Chefärztin Jördis Frommhold gründet vor einem Jahr in Rostock das erste Institut für Long-Covid. Berät Patienten, prüft, welche Therapie Sinn macht, wie ein Lotse. Denn auch wenn es keine Heilung gibt, so doch Möglichkeiten der Symptomlinderung. Aktuell ist es so, dass die Patienten und Patientinnen sich aus größter Not an uns wenden. Und wir vergeben im Moment Termine mit 4 bis 5 Monaten Vorlauf. Also es ist ein großer Bedarf da. Schätzungsweise 35.000 Betroffene leben in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind Menschen im jungen Alter, die häufig noch arbeiten wollen und müssen. Und da wird auch auf die Gesellschaft einiges zukommen. Unter ihnen viele Fachkräfte, die ausfallen. In der Reha sind Patienten in der Regel 3 Wochen, können danach höchstens stundenweise arbeiten. Obendrein müssen viele Long-Covid-Betroffene darum kämpfen, ernst genommen zu werden, sagt auch Julia Wiesen. Arbeitgeber wie auch Ärzte glaubten manchmal nicht, dass sie wirklich noch nicht fit sind. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, weil man es einem einfach nicht ansieht, wie es oder dass es nicht geht oder wie es einem geht. Weil man ja äußerlich nichts hat. Und ich fand es auch schwierig, bei den Ärzten anzukommen und sich verstanden zu fühlen. Die Universitätsmedizin Greifswald forscht zu Long-Covid. Die Spezialambulanz entwickelt Therapiemöglichkeiten. Anfangs gab es wöchentlich eine Sprechstunde, mittlerweile jeden Tag eine. 200 Patienten stehen auf der Warteliste. Kann ich hier noch wieder meine ganz enorme Wartezeit in der Nachfrage auf unsere Post-Covid-Sprechstunde und sehen eigentlich erst jetzt, wo die Pandemiezahlen abnehmen, dass ganz, ganz viele Patienten weiterhin sehr stark unter den Folgen von Long-Covid oder von der akuten Covid-19-Infektion leiden. Die Hilfe für Long-Covid-Patienten müsse daher unbedingt weitergehen. 3 Millionen Euro Landesförderung seien ein guter Anfang. Außerhalb der Unimedizin zahlen gesetzlich Versicherte aber Beratungen selbst, da das nicht zur Regelversorgung gehört. Es müssen natürlich Wege gefunden werden, diese umfangreiche Diagnostik auch wirklich finanzierbar zu machen. Und hierzu sind sicherlich Gespräche auch insbesondere mit den Krankenkassen notwendig. Bei Julia Wiesen ist der Wille, wieder gesund zu werden, immer noch so stark wie am Anfang. Aber es dauert. Betroffenen rät sie, hartnäckig zu bleiben. Ich kann nur den Tipp geben, da dran zu bleiben, weil nur dann kann einem geholfen werden. Denn bis die Forschung ein Medikament gegen Long-Covid entwickelt hat, dürfte es noch Jahre dauern. Und Patienten sind in erster Linie auf sich gestellt.